Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate Training Mode Combos. Vielleicht bin ich zu optimistisch, weil ich habe irgendwie eine Viertelstunde und das ist die schwerste Combo, die ich bisher hatte. Aber ich habe die schon sehr viel gelappt und auch schon mehrere Male gelandet, deswegen vielleicht klappt's. Wir sind auf Town & City, K-Rool und Falcon. Hitten Falcon einmal so. Ihr seht das Setup. Ich red am besten nicht viel, weil Fokus. Ja, damit haben wir schon verkackt. Und ja, der Kombo-Starter ist komplett bekifft. Ihr habt vielleicht gesehen, ich wollte, dass der Cannonball auf Falcon knallt. Ja, okay, das war bad. Dass der Cannonball auf Falcon fällt und ich daraus Kombo. Und dazu muss ich natürlich die Krabbelmine im richtigen Moment hitten. Und das ist Hardcore. Und ich habe da ehrlich gesagt auch keine Strategie oder sowas für. Ich schätze einfach und hoffe, dass es trifft. Ah, der Warpstar war falsch gesetzt. Der war safe wieder falsch. Gut, dass wir nicht mal das hitten. Also, gut, ne? Ich hab's theoretisch auch schon mal auf Video gelandet, aber hab dabei nicht kommentiert und es war relativ unsauber. Wobei man sagen muss, dass es da tatsächlich mein First Try war. Für einen ganzen Tag First Try. Mann! Ich krieg den Warpstar gerade nicht hin. Und warum kann das passieren? Ich stehe auf der Stage, werfe Pitfall nach unten und es fällt einfach runter. Oh Gott, falsch rum. Das macht es für mich irgendwie deutlich schwerer abzupassen. Ja, der Launchstar verschwindet eh. Skill-based Combo. Ihr merkt, die Combo ist deutlich genauer als die meisten anderen oder eigentlich alle anderen, die ich bisher gemacht habe. Ich glaube, diesmal passt das Warpstar Placement besser. Schade. Der Unira hier war nicht ganz richtig. Der Plan ist, dass er danach hier hochgehittet wird und ich ihn mit einer Abi raustrage. Die ersten Schritte haben gepasst dieses Mal. Und ich darf allgemein mit der Ausführung nicht zu langsam sein, weil ansonsten die Plattformen verschwinden. Thank you.
Das ist belastend. Das ist extrem belastend. Mann! Dass der Warpstar immer so zu weit hinten ist, nervt grad. Ich glaub, der Unira war bad. Der ist viel zu close. Übrigens, die Item-Setups mache ich genauso, wie ich sie mache, weil ansonsten ist es zeitlich scheiße. Irgendein Item wird sonst verschwinden. Das ist gutes Placement für einen Warpstar. Und ich verkacke komplett. Mehr hätte ich das nicht verkacken können an der Stelle. Der Kombo-Starter ist halt so unnötig aufwendig. Mann! Wenn noch einmal dieser Launch-Star zu weit hinten ist, krieg ich ja Anfälle. Ich habe aus Versehen eine Up-Air inputtet. Ich meine, es war eine True Combo, aber hat nicht getötet und war nicht das, was es sein soll. Aber hey, der Launchstar hat gepasst. Nein! Ah! Es kann man nicht closer verfehlen. Okay, ich habe jetzt schon verkackt so ziemlich. Es war etwas, aber das Ende war null true. Jesus Christ. Mal gucken, ich werde das, sobald ich es gelandet habe, wieder bei Beefy Smash Dudes einsenden. Vielleicht lasse ich diesmal meine Audio drin, einfach weil Langeweile. Wenn ja, Grüße gehen raus, lol. Wenn ich die Audio drin lasse diesmal, dann muss ich am Ende, wenn ich die Kombo lande, irgendwas ganz Behindertes sagen. Lasst schon mal planen, während wir weiter probieren.
Ich grüße meine Tischlampe. Yes. Ich habe das YouTube-Meta-Game durchgespielt. Aber nicht das Smash Bros. Item Combo Meta-Game. Jetzt hit den fetten Sack! Die Sache ist die, wenn ich will mein Audio einfach mal drin lassen, weil es Bock macht. Auch wenn es deswegen abgelehnt wird, scheiß drauf. Aber da denke ich mir dann immer hier, wenn sowas. Gerade weil es ein englisches Format ist, Digga, und ich rede hier Deutsch. Scheiß drauf. Sekunde. True Combo. Aber ich denke mir, dann laber ich irgendeine Scheiße, wie gerade eben hier jetzt komm, du fetter Sack. Und dann ist das der Versuch, in dem ich die Combo schaffe. Vor allem weiß ich, der Channel ist Englisch, aber die Beefy Smash Dudes sprechen Deutsch. Oh! Sekunde. Motherfucker. Gott, ich bin doch behindert. Guck mal, True Combos. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Oh, ich hab gehofft, der landet auf der Plattform. Ich hasse es! Warum ist es so? Warum ist er scheiß? Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach in jeder Combo meine Tischlampe grüßen soll, für den Fall, dass ich sie lande. Okay, das ist scheiße. Genau das wollte ich. True Combos. Warum glaube ich, der Warpstar ist falsch platziert? Warum glaube ich, es juckt nicht?
Jetzt fokussiere ich mich wieder, ne? Jetzt reicht langsam mit Trash Talk, jetzt will ich die Combo landen. Ja, scheiß Placement. Das war die Combo, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich gehe mich vergraben. Bis bald und ciao. Also das Video ist noch nicht rum, ne? Für die, die es jetzt nicht bemerkt haben. Das Video läuft noch. Ich hasse mein Leben! Das ist das Allerschlimmste. Haha, Combo. Wäre es moralisch vertretbar, wenn ich jetzt die Nachbarn anzünden gehe? Ich hab da gerade irgendwie Lust drauf. No front an die Nachbarn. Ich muss gerade nur irgendwas kaputt machen. Ja. Warum hat das sogar funktioniert? Meine Seele zerbricht gerade.
Ich gehe gleich irgendwas anzünden. Ey. Ich hasse mein Leben. Mein Commentary wird mit jedem Try besser. Vor allem muss ich in ein, zwei Tries mal aufhören. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Flieg doch runter, du übergewichtiges Stück Scheiße! Ja. Ja, letzte drei Tries, würde ich sagen. Und wenn ich es heute nicht land, werde ich leicht pisst sein. Dann sende ich wahrscheinlich einfach einen Try, wo es so nah dran ist und ich danach einfach mein Leben gehasst habe. Ich hasse mein Leben aber gerade bei jedem Versuch, also... Das schließt nix aus. Wenn ich noch einmal diesen Sour Spot lande. Gott. Ja komm, lutsch doch an der Kamera. Die Laune ist gut. Motherfucker! Letzter Try. Thank you.
Yeah.